So, und weiter geht's mit der New Beginning und so. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War ein Albtraum? Sie arbeiten doch nicht etwa wieder? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach, mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Und ich hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich kann angeln, so viel ich will, darf viele interessante Bücher lesen und habe jede Woche tolle Gespräche mit meiner Therapeutin. Das klingt doch besser, als sich halb tot zu arbeiten und wochenlang im Krankenhaus zu liegen, oder? Meinen Sie? Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Faye. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh, das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob Sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut. Aber keine heißen Kohlen. Und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber schon alleine fertig. Oh oh. Doc, ich brauche einen abgestempelten Pass, sonst lässt mich Barney nicht zur Präsentation. Sie bekommen ihn, sobald ich Ihre Freundin untersucht habe. Hey, das blendet! Würden Sie bitte aufhören, die Augen zuzukneifen? Ich muss Ihre Pupillen überprüfen. Nein, meine Augen bleiben zu. Oh, das dauert wohl noch. Wenn ich rechtzeitig zur Präsentation will, muss ich mich darum kümmern. Okay, was haben wir hier noch? Bett ansehen. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. Kurz trocken, wie Bürokratie eben so ist. Heißt, so viel wie öffnen. Durchsuchen. Ah ja, da ist sie ja. Ben Svensson, geboren, schwere Depressionen, Burnout, etc., etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. War das wirklich erst vor 2 Jahren? Okay. Schublade öffnen. Pumpen nehmen. Ich klaue einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal andersherum? Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt, das untere nicht. Bilder. Das obere hat das untere... Ach so. Okay. Alles im Lot, Bent? Wo ist deine Begleitung? Sie wurde aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass? Da, der Pass. Glücklich? Glücklich bin ich erst mit einem ordnungsgemäß aufgedrückten Stempel. Du bist ein verdammter Bürokrat, Barney. Penible, trockene Bürokratie ist leider die einzige Waffe, die unsere Forschung am Laufen hält. Bitte, Bent. Es ist doch nur ein Stempel. Geht es nicht auch ohne Pass? Ach, Dr. Svensson. Ich habe mir die Vorschriften nicht ausgedacht. Verdammt. Wie stehen unsere Chancen, einen Investor zu finden? Gut, würde ich sagen. Wir haben heute schon ordentlich Eindruck gemacht. Hast du ihnen die Labore gezeigt? Nein, aber es gab einen fantastischen Brunch mit atlantischem Wildlachs. Naja, ich weiß, was du denkst. Überfischung der Meere, aussterbende Arten. Das Problem ist nur, dass wir uns den erhobenen Zeigefinger heute nicht mehr leisten können. Keiner will mit spießigen Ökos Geschäfte machen. Aber wir sind spießige Ökos. Falsch. Wir sind Ökos mit atlantischem Wildlachs. Mit uns kann man normal reden. Okay. Barney, wir dürfen uns nicht verkaufen. Sei nicht naiv, Bent. Wir brauchen das Geld. Und das bedeutet nun mal auch, dass wir uns bei reichen, arroganten Geschäftsleuten anbiedern müssen. Jede einzelne Zelle in mir wehrt sich dagegen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir.
Du willst forschen und ich erledige die Drecksarbeit, damit du forschen kannst. Da ist manchmal kein Platz für Weltverbesserungsromantik. Ich weiß, ja. Ich weiß. Ich komme gleich wieder. Gut, aber beeil dich. Okay. Wasser kann man vielleicht. Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Im Ernst? Jetzt habe ich Blut an den Händen. Etwas makaber, aber es hat geklappt. Okay. Hast du den Pass? Hier, Barney. Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf, Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. Ha. Comeback. Puh. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach, Quatsch. Ich bin doch nicht nervös. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Bent. Aber klar doch. Was jetzt wo auf dem Klo passiert? Dr. Svensson, wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können? Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist und die in jedem Haushalt stehen kann. Und die so effektiv ist, dass... Habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird... Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird... erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden. Aber, das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um okay. Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Okay. Das war ja was. Okay. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Okay. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was. Oh mein Gott.
Zeigestock. Wir brauchen immer irgendwelche Stöcke. Stöcke sind wichtig. Flaschen. Erstmal voll viel Snack nehmen. Barney nehmen. Knopfblüten. Er klemmt. Gefällt Ihnen die Präsentation soweit? Oh ja, es ist alles ganz reizend. Besonders der Hubschrauberanflug war fantastisch. Ich meinte die Cyanobakterie. Überzeugt sie die Technologie? Nach der Pause soll es ja eine Live-Vorführung geben. Wenn die ähnlich spektakulär wird wie die Anreise, dann stehen Ihre Chancen gut. Sie erwarten eine Show? Ja, beeindrucken Sie uns, dann bekommen Sie auch unser Geld. Okay, machen wir jetzt gesagt. Und? Was sagen Sie zur Bakterie? Ich sage, das dauert mir alles zu lange. Ich will endlich was sehen. Gedulden Sie sich. Nach der Pause ist es soweit. Gut. Ich habe nämlich nicht den ganzen Tag Zeit. Meine Frau und ich haben später noch eine Whale-Watching-Tour gebucht. Und das will ich unter keinen Umständen verpassen. Ich versichere Ihnen, Sie werden die Wartezeit nicht bereuen. Wir werden sehen. Okay, gibt's sonst noch was? Da Hebel ziehen. Indes Lopschen. Das kann doch nicht wahr sein. Kein anderes Vogelküken auf dieser Welt ist so laut wie diese Belger vor dem Fenster. Solange die hier weiter rumnölen, verstehe ich kein verdammtes Wort da draußen. Um dort ranzukommen, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie wollen doch nicht etwa auf den Stuhl steigen? Doch. Wieso fragen Sie? Nun, ich hielt Sie für einen Gentleman. Einen Mann mit Format. Jemand, den ich und mein Ehemann gerne finanziell unterstützt hätten. Auch ein Gentleman steigt mal auf einen Stuhl. Bitte, lassen Sie uns nicht streiten. Ich habe meine Meinung gesagt. Machen Sie daraus, was Sie wollen. Wenn ich unsere Investoren nicht vergraulen will, muss ich mir wohl etwas anderes über... Okay, wir haben ja diesen wundervollen Zeigestock. Durch bloßes Anstoßen bekomme ich den Stopper nicht rausgedreht. Quacksalberei. Öffnen. Was halten Sie von der Präsentation, Mr. Indes? Glauben Sie, diese Blaualge ist eine Investition wert? Dieses Gewächs? Nie im Leben. Aber das hätte ich Ihnen auch schon vorher sagen können. Wenn Sie das schon wussten, warum sind Sie dann hier? Ich bin hier, um ein Ärgernis zu beseitigen. Ein Ärgernis so klein und so aufdringlich wie ein übergewichtiger Norweger, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. Reden Sie ruhig weiter. Lassen Sie sich von mir nicht stören. Von was für einem Ärgernis sprechen Sie? Ich erzähle es Ihnen, wenn wir wieder allein sind. Die Zeiten, in denen man Kinder... Mögt ihr Pistazien? Da. Brav. Herr Indes, drehen Sie sich nicht um. Wir werden beobachtet. Unmöglich, diese Norweger. Und schon sind sie wieder still. Ran damit. Das passt ja wie die Krone auf die Maus. Im Ernst? Der Stein der Weisen. Ein Flaschenöffner auf einem Zeigestock. Okay. Wie soll ich denn jetzt hier... Haben Sie Angst, die Alge könnte Ihnen den Markt kaputt machen? Wenn es wirklich eine Blümchenenergie geben würde, die sich jeder Tölpel auf der Veranda heranzüchten könnte, dann ja. Aber dieses Kraut bekommt doch nicht mal einen Toaster zum Laufen. Meine Sorge ist nur, dass die Idioten in Oslo das anders sehen könnten. Und was wollen Sie dagegen unternehmen? Was jeder gute Geschäftsmann machen würde. Ich werde sie kaufen.
Ein Exemplar kommt bei mir ins Regal. Der Rest auf den Grund des Meeres. Wo Algen eben hingehören. Bon voyage, Dr. Swenson. Arrivederci, Biostrom. Und das Schönste, solange sich niemand anderes dafür interessiert, bekomme ich das Ganze auch noch zum Schnäppchenpreis. Dieses Schwein. So, meine Herrschaften, die Pause ist vorbei. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen würden. So, das war's auch erstmal. Hier kommt ein schneller Schnitt. Bis dann. Wir kommen.